Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Mystery-Pakete sind oft auch dazu da, neue Filme kennenzulernen, von denen man vorher noch nicht einmal wusste, dass sie existieren. Und André L. ist dabei erstens der erste, glaube ich, der mir jemals ein Mystery-Paket geschickt hat und jemand, der es ja mittlerweile schon zum fünften Mal macht und dabei auch zur Perfektion gebracht hat. Und immer wieder sind hier Filme dabei, von denen ich eben wirklich keine Ahnung hatte, dass sie eigentlich existieren. Und Slapshot mit unter anderem Paul Newman ist ein absolut perfektes Beispiel dafür. Ein Film von George Roy Hill, der zum Beispiel auch Funny Farm mit Chevy Chase als seinen letzten Film im Jahr 1988 gedreht hat, beziehungsweise auch mit Paul Newman Der Clou im Jahr 1973. Er war bei Schlachthof 5, Slaughterhouse 5, der, ich glaube in England dann von Indicator in der Reihe veröffentlicht wurde und der insgesamt bei 19 Projekten, dabei aber auch einigen Fernsehserien, also 14 Filmprojekten, auf dem Regiestuhl saß. Und einer davon ist der Film Schlappschuss aus dem Jahr 1977, von dem ich original bis jetzt noch nie was gehört habe. Ein Film, der witzigerweise im Fernsehen hierzulande immer nur in geschnittenen Fassungen veröffentlicht wurde, aber im Kino beziehungsweise dann auf Videokassette grundsätzlich ungekürzt ausgewertet wurde. Was mich bei diesem Film allerdings und bei diesem Cover-Artwork, weil es ja ganz offensichtlich um einen Eishockey-Film geht, wirklich wundert, dass das ganz offensichtlich ein Ab 18 Film ist, der damals von CIC ungeprüft auf Video veröffentlicht wurde, mit einem großen Ab 18 Sticker, wo angeblich laut OFDB Eintrag die alte deutsche Originalsynchro absolut kultverdächtig sein sollte, wobei leider für die deutsche DVD von Universal dann eine neue Synchro angefertigt wurde. Gut, der Film wurde dann aber auch von der FSK neu geprüft und kam dann auf DVD mit einer FSK Freigabe ab 16 Jahren auf den Markt und ist sogar ein Titel, der dann 2002 tatsächlich im Todesjahr von George Roy Hill einen zweiten Teil spendiert bekommen hat und dann 2008 unter dem Titel Schlappschuss 3, die Juniorliga, noch einmal einen dritten Teil. Das sind zwei Filme, wobei der zweite Teil dann mit dem Titel Eisbrecher und Stephen Baldwin und Gary Busey wahrscheinlich auch, ich meine, einerseits 25 Jahre nach dem ersten Teil produziert, sicherlich zu einem gewissen Grad ein bisschen eine Schande für diesen Film. Was ich aber relativ interessant finde, ist, dass das hier, was ich da jetzt in der Hand halte, tatsächlich auch das alte deutsche Kinoplakatmotiv beziehungsweise eben auch das alte deutsche VHS-Cover von dem Film Schlappschuss war, wobei es eben im Kino tatsächlich so wie hier auf dem amerikanischen Steelbook von Shout Factory auf einem schwarzen Untergrund war, dann aber eben bei der Videokassette auf weißem Untergrund. Schön finde ich auch die Tatsache, dass wir hier bei den Eishockeyspielern einerseits nämlich, und das sieht man, finde ich, ganz besonders schön, hier nicht einfach nur irgendeine Fotokollage hat, sondern eine wirklich wunderschön gemachte Zeichnung und die dann eben von Shout Factory auch sehr schön veredelt wurde mit dem partiellen Glanzlack. Dazu hat man eben hier bei diesem roten Schatten rund um den Filmtitel bzw. Paul Newmans Namen noch etwas metallischen Steelbook-Effekt, was meiner Meinung nach eigentlich eine recht coole Sache ist. Und dann auf dem Backcover noch eine recht nett stilisierte Zeichnung mit eben so eine Art Höhlenmalerei eigentlich, wo ein Puck einem Eishockeyspieler offensichtlich gleich einmal das Nasenbein brechen wird und dazu dann aus irgendeinem Grund noch ein fetter Textblock mit rechten Hinweisen. Das ist aber ein relativ schlichtes Steelbook-Design, wo relativ viel Schwarz dabei ist, aber eines, das mir persönlich eigentlich gar nicht mal so schlecht gefällt, wo wir übrigens dann auch an der Stelle noch einmal dazu schauen können, was wir auf dem eigentlichen Backcover-Artwork haben. Da haben wir eigentlich relativ nett die Farben von dem Backcover-Design invertiert, also wir haben einen weißen Hintergrund, beziehungsweise dann hier halt nicht in ganz schwarz, weil sonst könnte man nichts mehr lesen, aber in dem gräulichen dasselbe Motiv wie auf dem eigentlichen Steelbook Backcover und können dann ins Innere schauen. Da
bekommen wir, wie bei den Blu-rays von Shout Factory eigentlich üblich, hier ein relativ farbloses Bild auf der eigentlichen Disc von diesem R-rated Movie. Schade, dass da eigentlich keine Begründung dafür steht, aber wenn da irgendwas mit Strong Violence kommt, wäre das eigentlich echt überraschend. Allein, dass der Film früher ab 18 ist, packe ich bis jetzt nicht. Bin sehr, sehr gespannt. Das wäre natürlich ein Titel, wo ich mich echt freuen würde, wenn da dann auch noch ein Wunsch-Quickie draus erwächst. Den möchte ich mir auf jeden Fall in Bälde irgendwann einmal anschauen. Wir sehen dann hier einige von den Eishockeyspielern im Vordergrund und da hat Shout Factory auch wirklich schön mit dieser partiellen weißen Grundierung gearbeitet, weil man sieht sehr schön, dass eben bei den Spielern an sich wenig oder gar nichts von dem metallischen Effekt durchkommt, hier aber beim Publikum im Hintergrund sehr wohl. Das ist eben etwas, wo ich es wirklich sehr, sehr mag, dass man hier... wenn man hier mit Steelbooks eben arbeitet und eben mit diesem Effekt arbeitet, dass man eben dadurch auch eigentlich wirklich dreidimensionale Cover und Artworks machen kann. Und Slapshot ist wieder mal einer der Filme, den ich mir garantiert geholt hätte, wenn ich auch nur ansatzweise mitbekommen oder gewusst hätte, dass es davon einerseits ein Steelbook in Amerika gibt. Das hätte ich mir sicherlich geholt, alleine für die Steelbook-Sammlung, beziehungsweise einen Titel, der mich durchaus interessiert. Vielen, vielen Dank an dass du diesen Film quasi für mich entdeckt hast und mir im Mystery-Paket zukommen hast lassen.